Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Dadurch, dass sich Mass Effect 2 ziemlich hingezogen hat. Ja, wir wollen endlich mal das Reaper FFS beschaffen. Heute auch Kollege von mir mit dabei. Den Daniel. Hallo. Moin. So. So, wollen wir einfach mal starten. Ich glaube, ich habe das Let's Play ziemlich lange hingezogen. Ja. Naja gut, ich habe die ganzen Nebenmissionen gemacht, weil ich wollte ja unbedingt alles machen. Okay. Jetzt habe ich das falsche Signal deaktivieren noch. Ah nee, scheiß drauf. Ich mache jetzt einfach, dass Reaper FFS so gut ist. Ich habe keinen Bock, noch länger zu warten, deswegen. Ich will das jetzt nicht noch länger hinziehen. So. Oha. Erstmal zum Treibstoffdepot. Ja, hier braucht man auch Treibstoff. Aber du fährst ja normalerweise nicht mit Autos rum oder Raumschiffen oder sowas, oder? Man kann hier selbst ein Raumschiff steuern im Weltraum. Aber man verbraucht doch nur Treibstoff, wenn man hier in andere Galaxien fliegt, also in andere Systeme einer Galaxie. Schwarzschild? Hier nennt sich doch echt ein System Schwarzschild. So. Reaper FFS beschaffen. Andocken. Oh Gott. Das wird so heftig werden. Nahkampfkreaturen versuchen oft in ihre Flanke zu kommen. Also Vorsicht. Ich bin immer vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig. Ich bin der ja, alles klar. Vorsichtigste von allen. So, jetzt haben wir es aber. Nein, die will ich doch gar nicht. Outfitwechsel. Hübsches Outfit. Ach ja. So, Garrison und ein Krogana. Dann passt das. Der Krogana ist so ein Hau-drauf-Typ. Oh, okay. Können wir sowieso nichts verbessern. Videosequenz. Was ist das für ein Chaos, Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet keine FFS. Das Ladar identifiziert es als Geth. Dann ist ja klar, warum das Team sich nicht mehr gemeldet hat. Alter, mitten durch den Sturm. Was ist da passiert? Chillig. Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Scheiße, ist das Teil riesig. Das Teil ist krank riesig. Was denn? Das Reaper-Schiff. Ah, okay, cool. Irgendwas stimmt damit nicht. Ja, fällt dir ja früh auf, dass irgendwas hiermit nicht stimmt. So, hacken, hacken, hacken. Oh, cool. Die zwei sind sogar schon soweit. Die auch. Die auch. Das und das und das und das. Zack. Und den Safe-Umgang. Wir klauen mal so ziemlich jedem das Geld. Du Bandit, ey. Niemals! Also wirklich, was niemals! Denkst du? Was denkst du von mir? Ja, ich doch nicht, ne? Ich denk doch nichts Falsches über dich, du kennst mich doch. Wir haben mit dem Kurzausgleich begonnen, um Arbeit in normaler Kleidung zu ermöglichen. Die Crew ist angespannt. Ich sage ihnen ständig, dass es nur die Nerven sind. Eine abergläubische Reaktion auf das, wofür dieses Wrack steht. Die Leiche einer gewaltigen, uralten Lebensform. Was mich betrifft, kann ich die Atmosphäre nicht wegleugnen. Die Winkel der Wände scheinen einen niederzudrücken. Da muss auch ich manchmal die Zähne zusammenbeißen. Ach, musst du das? Wär mir neu. Meinte der gerade so, da muss auch ich manchmal die Zähne zusammenbeißen. Ja, ist mir neu. Da, da und da haben wir die letzten Schaltkreise. Und wieder 4000 Credits gekriegt.
weil wir den Safe aufgeknackt haben. Chillig. Was? Boah, geht die Tür einfach auf. Katalogisierung der Exemplare A203 bis B0. Ja, das ist mir jetzt gerade mal egal. Wow! Normandy, ein Landetrupp! Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. Wir sitzen also in der Falle. Großartig. Wir müssen die Barrieregeneratoren von hier deaktivieren. Irgendeine Ahnung, wo sie sind? Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet. Vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung. Der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon. Wenn uns irgendein Steuermann von diesem Ding runterholen kann, bevor es zu tief sinkt und zerstört wird, dann sind sie das. Wir suchen nach Überlebenden und sichern so viele Daten wie möglich. Bereithalten. Ei, ei. Weidmanns Hai. Oh Gott, geil. Was für ein Chaos. Hat sonst noch jemand Hunger? Panzerstift abschürzen, sie können uns jederzeit da rausretten. Das ist kein Problem. Na, ja, ja. Das passt auch, das passt genau. Auch. Genau. Solange man nicht so kurz davor ist zu sterben, völlig egal. Richtig. Bereit machen! Ist ja nur ein Spiel, von dem her darf man ja unendlich viel leben und so. Nicht wirklich, aber egal. Naja gut, von dem Leben abgesehen, ja. Aua. Nichts kann er. Nichts können. Was für Kommentare von Gronk. Grant. Jetzt habe ich schon Grant mit Gronk vermischt. Ja, mein Aiming ist nicht das Beste, aber ist auch egal. Kuckuck. Ich dachte, die Geth hätten diese Husks gemacht. Ich würde sagen, damit ist... Toll. Was? Spür oh, hi. Den Blut raus. Buh. Oh, hi. Komm. Entschuldigung, Garus. So. Mal eben schnell die Beine zerfetzt. Feinde! Was? Oh, hi. Oh, oh. What? Was macht der denn hier? Der rennt einfach eiskalt auf mich zu. Selbstmörder. Ja. Yeah. Ich verballer hier gerade so viel Munition. Schon der dritte Tag mit diesen Kopfschmerzen. Oh, das ist auch hier in dem Falle irrelevant. Ich habe über 600 Schuss. Chillig. Scharfschütze. Ich habe den Schützen nicht gesehen. Ein Überlebender des Wissenschaftsteams? Nö, ich glaube nicht, dass das ein Überlebender des Wissenschaftsteams ist. Wo muss ich überhaupt hin? Geradeaus. Aufpassen! Was? Wow! Hi, wie geht's? Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Da hast du recht. Einer weniger. Ich sehe mich schon gar nicht mehr. Weil ich so nah an der Wand stehe. Oh, hi. Immer schön auf die Beine. Was ein geiles Dead Space. Ja, ja, genau. Voll geil, Alter. Wenn du dir das Video später mal ansiehst, da habe ich die Beine so weggefetzt, weißt du, und sein Oberkörper steht schnurgerade, so als ob er stehen würde auf dem Boden. Lol. Ein Arm ist zwar weg, aber völlig egal. Sein Körper steht. Ich finde das voll geil, Alter. Ich würde sagen, der Typ ist standhaft, ne? Ja, auf jeden Fall. Sehr standhaft. Zu standhaft schon. Oh, oh. Was? Nein, nicht ihr. Ich hasse euch. Haha. Oh, oh. Ja, komm. Komm, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Müssen wir halt selbst drauf kloppen. Aua. Oh, Alter. Alter. Hör auf, mich zu kloppen.
So. Oh, oh. Kein Explosiver. Ich hasse euch Explosiv. Aua. Der tat weh. Kaputt. Nee, aber ich sollte so langsam aber sicher mal rennen. Alter, aua. Keine Schäden. Wow. Lass mich da durch. Ohoho. Alter. Meine Lebensenergie. Aua. Wow. Boah, hab ich ein Glück, Alter. Da wäre ich doch fast um ein Haar verreckt. Was ein hässliches Viech. Nein, da wollte ich noch nicht. Was zum Hacken. Cool. Ja, und lass mich. Ich bin ein Hacker, na und? Sag doch gar nichts. Ach, du bist auch ein Hacker? Cool. Oh, schweres Hautgewebe habe ich gekriegt als Upgrade. Die haben wir doch schon mal gesehen, Shepard. Ihre Leute nennen sie Drachenzähne. Die Geth haben sie auf Eden Prime eingesetzt. Aufgespießte Leute. Na, supi. Sehen Sie, wie der Raum strukturiert ist? Für Sie war das Ding wohl so eine Art Altar. Es sieht ganz danach aus. Aber warum sollten Sie wollen, dass so etwas geschieht? Sie haben die Loks gehört. Sie haben alles Mögliche gesehen und gehört. Sie wurden indoktriniert. Wir können diesen Leuten jetzt nicht helfen. Aber wir werden nicht zulassen, dass die Maschinen ihre Leichen derart missbrauchen. Way! Zwei Vorbild gekriegt. Cool. Was kann man damit anfangen? Je mehr Vorbild du hast, desto mehr Interaktionen und positive Interaktionen kannst du machen. Also speziell jetzt bei Dialogen oder so. Heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mit jemandem sprichst und der ist auf dich feindlich eingestellt, kannst du eine positive Interaktion zu ihm machen. Heißt, positiv auf ihn einreden und je mehr, positive Dings da du da hast, desto... positiver fallen auch die Resultate aus, heißt, desto mehr besser kannst du auf die Leute eingehen. So heißt, ob du eine positive oder eine negative Aura hast. Richtig. Du kannst natürlich auch negativ auf ihn einreden, das ist klar. Das ist ihn bedrohen. Aber würde ich nicht raten. Klar, ich bedrohe einfach mal irgend so einen Typen, oder? Habe ich schon ein paar Mal hier gemacht. Hat mir sogar ein paar positive Punkte reingebracht. Also, was heißt positive Punkte? Es hat mir zumindest so weit geholfen, dass ich das hören wollte, was ich wissen wollte. Okay. Ja, guck, guck. Ich bin Shepard. Hör auf zu schießen. Hi, wie geht's? Shepard Commander. Ein Geth, der reden kann. Der Geth spricht. Da er sie kennt, sagen sie ihm, dass ich seine Hilfe nicht brauche. Seit wann operieren Geth allein? Je größer die Gruppe, desto klüger werden sie. Haha, beide wieder weggefetzt. So ist das schön. Ach ja. Boah, die Waffe ist ja mal voll für den Arsch. Das ist ja selbst die normale Pistole ja besser. So, ich werde mich aber nicht grillen lassen von den Viechern. Habe ich keinen Bock drauf. Oh, wie ich die Stelle hier hasse. Ich hasse die Stelle hier. Ja. Oh, hi. Wie geht's? Spür den Blut. Haha. Oh, ich geh wieder hoch. Haha. Einer weniger. Links. Habe Schilde verloren. Was? Oh, ich glaube, ich sollte mal wieder den Snip einsetzen. Wäre ratsam. Ist das sowas wie ein Medipack oder so? Snip? Ja. Nö. Sniper? Snip? Ah,
Ach so, okay. Aua, oh oh. Aha. Zu spät. Mama, Mama. Hi. So muss es sein. Hi. Hi. Oh Gott. So, komm her, du alles Scheißviech. Ich brezel dich jetzt weg. Na komm, 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 komm. Ja, geschafft. Na geht doch. Was? Die kann ich nicht wegbrezeln? Okay, dann nicht. Haha. Ja. Boah, Glück gehabt. Nicht schießen, Shepard. Alter. 20 Schuss. So, das war's. Das war's. Definitiv. Aua. So spät. Jetzt bist du tot. Manometer. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Internet gerade abgekackt ist. Warum? Du bist ja noch da. Nein, mein Musikplayer meine ich. Scheiße. Haha. So, da haben wir Medizinkit. Wo haben wir denn hier das Terminal gehabt? 3500 Credits. Nice. Das ist noch wenig. Okay. Du verbrauchst hier sowas von viel Muni. Wie geil der einfach nur auf dem Boden liegt und steht. So als ob er chillen wollte. Chiller King. Haha. Oh oh. Oh. Fuck. Dankeschön. Uiuiuiuiui. Komm her! Komm her! Oh oh! Da! Gekacken! So! Meine Güte! Sind die hartnäckig! Ich hasse das, wenn die so hartnäckig sind. Ja, aber wenn du in einem Schuss so einen Gegner abballerst, ist es auch langweilig. Naja, Kopfschuss? Ja, okay, das ist was anderes. Aber selbst auf Kopfschuss gehen die nicht down. Und ich spiele auf normal, ne? Mhm. Aufpassen! Was? Oh, oh, hi! Und der chillt wieder so schön. Aua! Och nö, nicht wieder so ein Viech. Darf ich wieder den Snip einsetzen? Wenn die sich mal bitte um die anderen kümmern. Ja, würdet ihr euch bitte mal um die anderen kümmern? Dankeschön. Super, echt. Keine Schöne. Oh. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her. Dich klopp ich down. So. Brenne und stirb. Oh oh, ich sollte schnellstens von dir verschwinden. Ich bin fast am Verrecken. Zu spät, jetzt bist du tot. Immer schön auf die Beine. Nicht schießen, Shepard! Doch, ich schieße aber. Wenn ich nicht schieße, bin ich tot. Nichts, Körner. Alter, sagt er zu mir, nicht schießen. Aua, wie? Eigentlich meinte ich I statt Aua. Jetzt kann ich Aua sagen. Naja, egal. Das war's auch schon erstmal für den Part. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.